Und damit herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben jetzt erfolgreich geschlafen, mehr oder weniger, und sind auf dem Weg zum Wehrgang. Und ich denke mal, wir sind richtig Aufgabe abgeschlossen. Ah, ich bin begeistert. Aber dann würden die sich irgendeinen Skalitzer zerbrusten, der ihnen alles verrät. Eine kurze Anmerkung noch meinerseits. Ich hatte zwischendurch einen Hardware-Crash. Ich habe jetzt komplett Windows alles neu installiert, das ganze System neu aufgesetzt. Und ich hoffe, dass alles noch so klingt wie in den alten Folgen. Jetzt geht's auch weiter. Und es regnet. Na toll. Ich hasse Regen. Hallo du. Gelobt sei Jesus Christus. Weißt du, was hier los ist? Sigismund kommt. Wer sonst? Er ist der Ober der Bastard Skalitz und nun will er sich Tallenberg holen. Sehr aufschlussreiches Gespräch. Sturm ist ein Feind. Hast du noch was? Gott sei mit dir. Zombie-Augenmodus. Na gut. Weißt du, was hier los ist? Nein. Was ist mit dir? Mir? Wie sollte ich? Hab dich mit Herrn Robert gesehen. Hat er dir nichts gesagt? Nein, nichts. Na gut. Aber das sind schwarze Augen, hat er Kontaktlinsen. Sturm ist ein Zeichen Gottes. Zahlenberg ist eine starke Feste. Sie wisst ihr was? Gelobt sei Jesus Christus. Ja, auch der. Weißt du, was hier los ist? Was fragst du mich? Hab eben noch geschlafen, nachdem ich den ganzen Tag am Tor Wache geschoben habe. Hilft uns auch nicht, Warner. Können Sigismunds Truppen zurückschlagen? Schätze nicht. Wir sind zu wenige und nicht auf eine Belagerung vorbereitet. Und wenn er wirklich so eine Riesenarmee hat, dann stehen wir vielleicht nicht mal den ersten Angriff. Tallenberg ist eine starke Feste. Sie hält einer Belagerung stand. Das Beste wäre, sich mit Skalitz zu verbünden und Sigismunds Hunde vom Antlitz der Welt zu fegen. Wahrscheinlich haben sie deshalb so zügig angegriffen, damit wir uns nicht zusammentun. Ja, da könnte was dran sein. Sigismund ist kein Narr. Vielleicht ein hinterhältiges Schwein, aber kein Narr. Da hast du recht. Da hast du recht. Aber Skalitz ist Gott schlecht, ne? Habt ihr mitgekriegt, Leute? Da kommen wir doch Guten her. Tag. Wie kann ich helfen? Vielleicht ein Eis jetzt? Was ist los? Weißt du irgendetwas? Nö. Nö. Könnte Sigismunds Streitmacht sein. Seine Speer. Oder Skalitzer, die überlebt haben. Ich würde nichts Gutes erwarten. Toll. Das hilft dir enorm weiter. Wo ist denn nun der Hauptmann Robin? Ist er hier? Ist er das? Hallo? Ah. Was ist los? Keine Ahnung. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzich ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Wer ist da? Der
Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Divish? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Scarlet. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Ja. Heinrich, auf ein Wort. Ich will doch nur meine Eltern beerdigen. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. So, so. Halte auf den Wehrgang Wache. Mit unserer tollen Ausrüstung hier. Klasse. Na gut. Wann ist der Regen laut?
Ja, schön hier. Schön nass vor allem. Sehr nass. Muss es jetzt regnen? Was ist los? Schluchzt herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Was zum... Ist das ein Herr? Aha. Da wären wir quasi zum Rumsitzen angestiftet. Haben wir eigentlich ein Ohr irgendwo? Stimmt. Wahrscheinlich immer hier drücken, einfach. Jetzt ist es. Um 3 durch. Ja. Bis um 5 wird es ein bisschen schneller wieder. Ach ja. Es steht noch alles hier. Jetzt hat er wirklich 2 Stunden. Jetzt stand er wirklich 2 Stunden hier, ne? Das ist nicht schlecht. Naja. Was macht man sonst denn alles, ne? So, was gibt's denn hier noch Schönes? Ja. Komm hier rein. Komm mal tatsächlich. Nein, wollen noch niemanden hier. Bestehlen. Macht sie wieder. Die werden doch. Weshalb die Eile? Die werden doch bestimmt gleich hier stehen. Sorg dich doch. Bitte wohin? Aha. Gut, gütiger. Uns wird es wie den Scarlets anergehen. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches?
Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Statte deiner Liebsten, Skull, sprich mit Herrn Robert und beschaff dir ein Pferd. Na gut. Also, man muss ja nicht immer Krieg machen. Man kann auch mal miteinander schnacken. Ach ja. Ein Blick ist da ein bisschen redegewandt. Keiner wird angreifen, erst recht keine fremdländischen Kämpfer. Sigismund ist weitergezogen und wir haben nichts zu befürchten. Außerdem können wir jederzeit in die Burg fliehen. Und du hast selbst gesagt, dass du Wilma kein Wort glaubst. Also hör auf, dich dauernd selbst zu martern. Alles ist gut. Und so wird's auch bleiben. Ja, aber... Kein Aber. Alles ist gut. Verstanden? Hoffentlich. Genau. Alles ist gut. Noch. So. Da gehen wir erstmal ein bisschen uns Thalberg anschauen. Nur so wäre. Haben Graben so groß wie die Höllenpforte ausgehoben, um an die letzten Wurzeln zu kommen. Erst recht keine Fremdländer. Ja. Zumindest ist weitergezogen. Darf man hier raus essen? Entschuldigung. Du sitzt auch im Weg. Will mal kein Wort glaubst. Hallo. Also hör auf, dich dauernd selbst zu martern. Alles ist gut. Ja, wie? Wegen Sigismund. Ich will doch nur was aus dem Topf. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja. Seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Divish ein so guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Gibt's einen Händler? Haben wir schon entdeckt. Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava.
Er ist so miesepetrig wie Dürr. Aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Beim Kornspeicher. Und mit dir reden? Tatsächlich. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Ja, da wird mir ja selber erzählen, nehme ich an. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Divisch ist und so, aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Ich nehme mir mal was aus dem Topf, Sieht doch ganz gut aus, ja. Keine Sorge, wir sind sicher. Lecker. Ich habe keine Ahnung, was es war, aber... Herrn hat sich schwer... Haben Sie mal ausgerüstet, Sie an... das haben wir ausgerüstet. Nahrung. Wie haben wir denn jetzt, Sattheit 95, gut, also Energie 67. Und der Tag hat gerade erst angefangen. Na gut, er hat dann logisch geschlafen. Mir ist's gleich, wer auf dem Thron hockt, solange im Land Recht und Ordnung ist. Ich hoffe, du irrst dich. Hier mit Menzel besser dran. Dinge gesehen? Die mit den seltsamen Kleidern und eisernen Masken? Ja, hab ich. Ein schrecklicher Anblick sind die. Hab gehört, sie fressen die Gefangenen und kochen Brühe aus den Toten. Maria und Josef. Muss alles Menschenfresser, um Himmels Willen. Wo hast du sowas gehört? Unsere Späher sollen bei Skalitz einen Haufen frischer Menschenknochen gefunden haben. Heilige Jungfrau Maria, beschütze uns. Was zum Teufel? Sag mal, du bist doch gegen mich gelaufen. Macke? Gott sei mit dir. Ja, jetzt wird er sögen. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Naja, ist er. Ich weiß, alle reden. Na ja, wissen wir noch schon. Das ist doch. Ist das nicht. Der Herr, oder? Nein. Fremdes Weibsbild von Gott weiß, woher anschleppen. Hab ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Nö, wusste nicht, dass sie klöppelt. Hat erst vor kurzem angefangen. Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Betty hatte immer geschickte Hände. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, ist gut. Und fängt an, Münzen zu klauben. Einfach so? Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Hast du diese fürchterlichen Fremdlinge gesehen? War sie sehr erfreut. Die mit den seltsamen Vor allem, als ich gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Das quatschen alle durcheinander. Es gibt keine Menschenfleischer. Ja, ja. Sorry. Ah, ja, sehr gut. Also es gab damals auch schon eine brodelnde Gerichteküche. Ein Pferd. Hab mir vom Herrn Robert eins erhalten. Wo hockt der überhaupt rum? Ist das auf der Karte eingezeichnet? Ah. Hier ist unser Bett. Da müssten wir uns eigentlich mal kurz hinlegen. Das war hier, oder? Ja. Das hier. Genau. Wir machen kurz einen kurzen Powernap. Schlafen. Ja. Energie. Ja. 3 Stunden kurz. War eine kurze Nacht und hatte beschissen geschlafen. Das müssen wir eben mal wieder nachholen. Oh.
schön. So, kurz unter der Dusche. Müsste man auch mal machen, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das auch irgendwo verzeichnet. Sichtbarkeit, Öffentlichkeit, Geräusch, Redekunst. So erstmal nicht, wa? Karte, Questlog, Pferd, Spieler. Sieh an. Stärke, Qualität. Was wollen wir denn noch dazu machen? Kampf, Fertigkeiten. Ist tatsächlich eine gute Sache, ne? Schlösser knacken, reparieren, reiten. Wie wollen wir denn unseren Heinrich ausrüsten? Buffs, Ruf in Talmberg, 50 Rovner, 0. Und in Scarlett 81. Können wir hier was dazu machen, oder wie? Nee. Haben wir denn mal Punkte? Das ist aber gut erklärt. Quasi gar nicht. Info. Deine Stufe hängt von deinen Werten und deinem Fortschritt im Spiel ab. Es könnte sich als nützlich erweisen, deinen Charakter mit dem deiner Freunde zu vergleichen. Alle zwei Stufenerhöhungen kannst du eine Spezialisierung auswählen, die deinem Charakter in einem Bereich etwas geschickter macht. Wir haben jetzt Stufe 3. Also müssten wir theoretisch. Halbstufe. Erste Höhe. Was ist das? Spezialisierungspunkte. Ein aktuelle Stufe 3. Also, haben wir eigentlich einen, oder? Also die selber werden nur durch Training, denke ich mal, oder? Können wir jetzt hier irgendwas dazufügen? Bogen. Das kann man jetzt, oder? Auch nicht so wirklich. Nein. Naja, egal. Das werden wir schon rausfinden. Karte. So. Er ist hier auf der Mauer. Rovner. Da sind wir dran vorbeigeritten. Sollten vielleicht, wenn wir hier hinreiten, mal kurz anhalten. Unerforschter Ort. Aktivitätengeber. So cool übersetzt. So, da gehen wir mal zum Herrn Rabar. Was macht eigentlich unser Hunger? Sattheit 87. Das sieht doch noch spitze aus. Vielleicht bekommen wir ein Pferd von ihm. Mal sehen. Was sollt ihr jetzt hier im äußeren Ring irgendwo dort in der Ecke lauern? Sitzen. Lauern, vielleicht nicht gut. Rumstehen. Ach, am Kampfplatz. Tatsächlich. Na, das schreit doch noch. Kampftraining. Glück und Gesundheit. Ebenfalls. Ich muss nach Scarlett's. Weshalb griff Sigismund Scarlett's an? Du standst doch daneben, du hast doch gehört. Nee. Weil der Vorwand wahrscheinlich auch nur die halbe Wahrheit war. Was hat Sigismund? Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe.
Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich fürchtet er die Aufständischen. Weil sich die Herren dort gegen ihn auflehnen und seine Eroberung des Böhmischen Reichs hätten aufhalten können? Teilweise. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenbergs Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. So. Warum hat er Skarlitz angegriffen? Weshalb brannte Sigismund Skarlitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Sonst noch was zu wissen über die? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Na, da hat sich ja nicht viel geändert seitdem. Es ist ja immer noch so, leider. Geht nur noch ums Geld. Das ist so schlimm manchmal. Na, das ist jetzt egal. Das gehört jetzt hier nicht. Ja, eigentlich wollen wir nach Skarlitz und unsere Eltern noch ordentlich. Herr Robert, ich muss nach Skarlitz. Beerdigen. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Als ob das mein Herr ist. Mit meinen Eltern begraben, lass mich raus, sonst platzt mir der Kochen. An meiner Stelle wird das. Naja, bin ich mir bei ihm nicht so sicher. Er ist doch mehr so der Militärische. Ja, ganz einfach. Ich würde gerne meine Eltern begraben. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge, willst du dein Leben für jene wegwerfen, die ihres nie mehr zurückbekommen? Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Arsch. Und nun? Na toll. Aber wir gehen ja trotzdem dahin. Ach, ja. Wie sieht's denn eigentlich... Ach Gott, au, gibt's ja keinen Weg hier runter. Wer baut denn sowas? Wie kommen wir hier runter? Gar nicht. Wahrscheinlich wieder alles, oder? Na, wir gucken mal nach einem Pferd. Zu wem können wir denn gehen, wenn wir ein Pferd wollen? Was fühlst du denn? Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Himmel, Arsch und Zwirn! Du bist übrigens an mich gelaufen, ne? Ja, ich setze mich auch mal beim Regen draußen hin. Spart man sich's Duschen. Ach ja, Mahlzeit! Wie sieht's denn hier aus? Gibt's was Leckeres? In Topf. Pass etwas besser auf! Oh! Ningelfried. Öffnen? Nein, wir wollen ja nichts stehlen.
Das wollen wir hier nicht. Ich bin froh, dass die ins Alp genommen haben. Haben ein Bett bekommen. Aber trotzdem. Ach, ich stelle mich mal ein bisschen drunter. Blödes Wetter. Ein Pferd. Wir könnten uns sicherlich jetzt eins hier schnappen, ne? Aber. Teilme. Schnellreise, nein. Hier ist Rögner. Können wir auch schnell reisen, ne? Tatsächlich. Aber das wollen wir ja noch gar nicht. Schauen wir uns mal noch den Rest von Teilenberg an. Wo geht's denn jetzt hier raus? Hier vorne ist das jetzt der Kampfplatz, hier ist ein Händler. Ja, würde ich sagen. Gehen wir doch mal dorthin. Und einen Marker setzen, A mit X. Zack. Dorthin. Na wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter. Lässt du uns jetzt raus? Es wäre auch sehr nett. Hallo Radim. Beste Grüße. Schönen Nachttopf hast du auf. Ich muss hier raus. Und was hältst du so von Sigismund? Diese Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Das machst du natürlich im Alleingang, ne? Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Warum nicht? Da erscheint er ganz vernünftig zu sein. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich zahle auch. Mit was? Wir haben nichts. Herr Robar hat es gestattet. Ja, nicht wirklich. Schwindeln wir mal auch nicht. Vielleicht versteht er das so. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Ich lass mal was... Vielleicht einen kleinen Tipp? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Aha. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche etwas aufzutreiben. Danke für den Tipp. Dann suchen wir uns auch mal eine schmucke Rüstung. Die bekommen wir doch bestimmt beim Händler. Ich will nicht sagen, aber... Was willst du hier? Hau ab, sonst rufe ich die Waffen. Was? Die Waffen? Was ich noch sagen wollte, dein Dach ist undicht. Es regnet hier drin auch. Ciao. Blöde Kuh. So. Habe ich dir von dem Baumstumpf hinter meinem Haus erzählt? Den von der Ulme, den du umgehabt hast? Hältst du ihn jetzt aus? Das Ende habe ich schon. Will dort eine Hütte hinstellen. Aha. Den Baum hast du erst letzten. Servus. Es gibt hier Schönes. Einen leckeren Salat. Können wir den ernten? Nein. Händler. War der nicht hier? Hä? Hier? Nein. Wer baut sowas? Ja, komm, wir gehen einfach mal runter. Zack. Geht's dir gut? Mir geht's. Hervorragend. Hä? Ist das der Händler? Oder ist das die gar... diese nette Person hier? Dorfbewohner? Mensch. Dorfbewohnerin? Nein. Hä? Von oben nach unten. Mit einem Schlag. Hockt er an dem kleinen Haus hier daneben?
Hier drin? Ich glaube eher nicht. Nein. Hä? Wie spät ist es eigentlich? Trödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Ja, ist ja nett. Dorfbewohnerin. Hallo? Holdemaid. Gibt's irgendwann Händler? Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Alle haben nur das mitgenommen, was sie tragen konnten. Aber mir scheint, Wotar war der Teichwart, lässt sich nicht mal von Sigismund bei seinen Geschäften stören. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Der Kerl ist dünn wie eine Bohnenstange. Mhm. Müssen die Gefangenen und kochen Brühe aus den Toten. Und weißt du, was ich von dem Händler weiß? Was da hin? Der ist von den Kerlen weiß, die in Kuttenberg gegen sie gekämpft haben. Mal. Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu? Du vielleicht? Ja. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich möchte mir ein Kleid kaufen. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Nein. Wahrscheinlich nicht. Haben wir Geld? 0,2. Toll. Rüstung. Hat nix. Waffen. Fackel. Toll. Ohne Schatzkarte. 121. Ja, toll. Können wir was verkaufen? Was wir vielleicht nicht mehr brauchen. Außerzeit brauchen wir wahrscheinlich noch alles. Gewicht sieht auch noch gut aus. So wird es auch nichts. Wo könnten wir denn eine Rüstung herbekommen? Wir können auch noch mit dem Herrn. Könnt vielleicht auch hier runter. Aber da sieht er uns ja und rennt uns gleich hinterher. Das ist Quatsch. Tut völlig unbeteiligt. Gehen wir vielleicht noch mal zum wie hieß er gleich? Divisch? Schlossknacken leicht. Ist ja was drin? Du hast keinen Dietrich. Oh. Ich wäre fast in die Hose gegangen. Gehen wir noch mal zum Herrn von Thallenberg. Können wir mit dir reden? Nein. Können wir mit dir reden? Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Aha. Ja, man kann es ja mal versuchen. Was denkst du, Herrin? Sehe ich wie ein Wachmann aus Thallenberg aus? Nicht wirklich, Heinrich. Sieh dich an. Danke, Herrin. Na toll. Ich dachte, ihr hättet uns jetzt ein paar Tipps gegeben, wenn wir sowas herbekommen. Was hältst du davon? Herrin, hoffentlich hat dich Sigismunds Ankunft heute Morgen nicht übermäßig beunruhigt. Nun, es war zu erwarten. Und dank Gottes Gnade und meines guten Gatten gab es kein Blutvergießen. Es ist etwas anderes, das mich beunruhigt. Womöglich täusche ich mich, aber ich ahne Böses. Gewiss irrst du, Herrin. Was sollte dich schon Böses ereilen? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und Sigismund nur ein weiteres Omen dieses nahenden Übels ist. Die Befürchtung habe ich natürlich auch. Nichtsdestotrotz, ich möchte nach Scarlet. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herrin, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Das sitzt genau gegenüber. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Mit ihr kann man doch bestimmt mal reden, oder? Ein bisschen. Sie hat bessere Stats. Eigentlich, wenn dann das. Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind den Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen.
Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Sehr seltsam, dass beide dieselbe Idee haben. Genau, das ist doch die Frage. Wo bekomme ich die Rüstung her? Wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Aha. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Krasses Pferd. Ich muss vielleicht ein Bestechungsgeld zahlen. Wenn Sie fragen, wo ich hin will. Naja. Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Da wissen wir das auch schon. Bestechungsgeld. Nein, das wollen wir noch nicht. Wir wollen doch jetzt nicht im Geld betteln. Ich muss jetzt los. Jo. Ciao. Rüstkammer. Im Torturm. Zwerg, was ist hier? Tatsächlich. Mach mal zu. Zack. Nein. Ist hier irgendwas für uns? Hier gibt's noch das. Die Torsteuerung. Pfeile. Sag mal, haben wir den eigentlich Dietrich gehabt? Wer war sie? Jetzt hier hin. Ach, jetzt kommen wir hier hin. Alles klar, alles klar. Jetzt können wir ja bloß ringsrum. Ja, das bringt uns nichts. Es ging ja noch eine Leiter runter. Ansonsten, der Händler hatte doch Dietrich, ne? Müssen wir halt dem was verkaufen und dafür Dietrich kaufen. Hier ging es runter. Waffen. Ansonsten ist alles in Kisten. Setzen? Nein. Ja. Leiter benutzen. Hoch mit dir. Leiter benutzen. Hallo? Aha, jetzt. Toll. Also manchmal, ne, entdeckt man noch den ein oder anderen Bug. Na gut. Händler. War lang. Es kommt heute einer hochgeschlichen. Was war das? Was war was? Achso, über die Tür vorbestimmt. Man könnte uns quasi auch erwischen. Sitzt er noch hier? Tatsächlich. Grüß dich. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Noch nicht, aber gleich. Ah, 10 Liter. 18 Gold kostet einer. Wir können doch... Minderwertiger Pfeil. Er bringt nicht viel Ritterschnaps. Ringelblumenaufguss. Ritterschnaps. Verkaufen. Und dafür kaufen wir... warte kurz. Haben wir das jetzt verkauft? Oh. Vermögen des Händlers. 10. Hä? Ach, warum? Ah. Handel abschließen. Reden wir über den Preis. Ach, das schon wieder. Klar, warum nicht? Aha. Ja, das kennen wir noch nicht hin. Zehn? Achso. Bitte.
Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Ja. Nun dann. Recht herzlichen Dank. Das hätten sie es nicht weitergebracht. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ja, komm. Mein Vermögen. 10. Jetzt haben wir uns wieder selbst eng gemacht. Verkaufen? Ja, auffällig. 8,3. Was kostet Dietrich? 18. Echt jetzt? Verkaufen. Ringelblumen auf. Hier können wir nichts verkaufen. Hier bringt es nicht irgendwas zu verkaufen. Gebratene Ente. Wird das eigentlich schlecht irgendwann mit der Zeit? Nee, oder? Ringelblumenaufguss. Ah, verkaufen wir den nochmal. Zack. Das ist aber übel nervig, oder? Ja. Wenn du Geld hast? Ja, ich habe Geld. Ich habe. Hä? Ernsthaft? Dietrich, ein. Du hast nicht genug Geld. Ich dachte hinten, das ist der Wert, den man, dass man das verkaufen kann. Oder habe ich schon irgendwas falsch verstanden? Preis? Nö. Sonstiges? Dietrich? Ich hab doch ein... Hä? Anzahl? 3? Hab ich nicht eigentlich hier einen? Muss ich den in der Hand nehmen? Ich hab doch einen hier, oder? Heilen lassen? Nö. Truhenschlüssel. Info? Herrn Ratzis Schwert, Nahrung, Rüstung, alle. Hä? Waschen. Ja, waschen muss halt noch. So. Toll. Die Wachen schlafen auch woanders, hat sie. Ja, ich weiß wohl. Vielleicht finden wir dort noch was. Aber das wird auch ein Truhen sein, oder? Ist der privaten Bereich? Oh. Sorry. Da kommt ja wirklich einen angetrappt. Ich gehe ja schon. Da kommt er doch von draußen rein. Sieh an. Was gibt's hier? Schwerartleitung zumindest. Aber. Nichts, was wir gebrauchen können. Naja. Du? Du? Nein. Hä? Das mit dem Verkaufen ist noch ein bisschen seltsam, oder? Aber wenn er uns hier einen anzeigt, haben wir dann einen oder haben wir dann einen gehen? Anzahl? Alte Stiefels dort. Wir haben doch einen Dietrich hier, oder? Fackel? Hä? Heute war ich sehr leicht. Geh doch! Hä? Müsste mich... toll. Du hast gelernt, Schloss schmieden. Was denn jetzt?
Anhalten. Hilfe. Hilfe. Zim, schlitter Sacknacken, brauchst du einen Dietrich und solltest auch Ersatz haben. Jetzt mit E ein Diagramm erscheint, du musst ihn an der richtigen Stelle ansetzen. Du dich dem Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. So, dann müssen wir den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung die Position des Idealpunkts ändert. Versuchst du den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Dietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden am Dietrich verursacht ein Geräusch, das für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Ihn zu zerbrechen ist sogar noch lauter. Das? Und? Aha, Wahnsinn. Ist das wenigstens bis eins? So. Stehlen. Ah, sieh an. Na, alles. Und zack, schnell alles. Ich war nie hier. Oh, hallo. Himmel. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Na, gehen wir mal in unser Gemach. Ich bin's böse. Mach zu, der Frott. Zack. So. In die Umkleidekabine. Aber das gibt's erst in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.